Roulette Kesselgruppenstrategie des Seltsamkenzi Selmkenzi. Auszug eines im Forum Roulette veröffentlichten Interviews. Roulette Forum, Nostradamus 1500, so sollen wir sie nennen, warum wollen sie ihren richtigen Namen nicht sagen? Nostradamus 1500, dazu bitte ich um Verständnis, aber ich habe in den letzten Tagen sehr viel Geld im Casino gewonnen und ich möchte mich vor Bettelbriefen schützen. Deshalb möchte ich meinen Namen hier nicht preisgeben. Roulette Forum, okay, Nostradamus 1500, dann nennen wir sie bei ihrem Künstlernamen, aber erzählen sie jetzt mal, wie es zu den Gewinnen kam. Nostradamus 1500, ich bin vor Weihnachten in USA und zwar in Las Vegas gewesen und habe erfahren, dass dort der weltbekannte Roulette-Guru und Roulette-Wissenschaftler Herr Seltsamkenzi aus Deutschland einen Vortrag, eine Art Seminar über das Kesselgucken abhält. Daraufhin bin ich gleich in das Hotel gegangen und musste feststellen, dass fast 6000 Personen als Zuhörer in dem großen Saal waren. Es war ein hochinteressanter Vortrag, den Herr Seltsamkenzi dort gehalten hat, aber eigentlich war dieser Vortrag so fachlich und etwas kompliziert, dass ihn nur Leute verstehen konnten, die auch wiederum was von Roulette verstehen. Ich jedenfalls habe über das Kesselgucken sehr viel dazu gelernt. Dazu muss man wissen, Herr Seltsamkenzi gilt ja weltweit als die Legende des Kesselguckens und hat diese Technik eigentlich erfunden, bereits in den 70er Jahren, und Seltsamkenzi gilt seit der Zeit als der Erfinder der Kesselgucker-Technik. Roulette Forum, und wie sind Sie nun zu Ihren Gewinnen gekommen? Nostradamus 1500. In dem Seminar wurde auch das mysteriöse Roulette-System, die transversale Geheimtechnik, vorgestellt und da hatte ich schon viel von gehört und wollte das System unbedingt kennenlernen. Roulette Forum, wie funktioniert denn dieses System? Nostradamus 1500, das wäre etwas langwierig zu erklären, aber schauen Sie mal bei Twitter und Facebook rein. Da ist das komplette System mit ausführlicher Beschreibung veröffentlicht und man kann gleich an die Arbeit des Spielens gehen. Roulette Forum, und wie ging's dann mit Ihnen weiter? Ich war schließlich in Las Vegas, wo ein Casino neben dem anderen steht, und habe es gleich noch am ersten Abend ausprobiert. Ich kann nur sagen, auch wenn ich nur mit kleinen Jetons erstmal gespielt hatte, aber die Gewinne sprudelten nur so. Und genauso war das am nächsten Tag und auch am übernächsten Tag. Seltsamkenzi ist nicht nur für mich wie ein Gott des Kesselguckens, ich habe ihm einen großen Haufen Gewinne zu verdanken und deshalb ist Seltsamkenzi für mich der absolut Größte. Diese Systematik ist derart gut wissenschaftlich ausgearbeitet, dass man nur höchstes Lob aussprechen kann und fast immer gewinnt. Ich sage fast immer, nicht eben immer, aber unterm Strich gibt's eben dicke Gewinne. Und das ist die Hauptsache. Roulette Forum, wie viel haben Sie denn gewonnen? Na, ich bin natürlich nicht Millionär geworden, aber ich habe mir gesagt, nachdem ich drei Tage nur Gewinne gemacht hatte, ich bleibe noch und bin somit noch fast 14 Tage in Las Vegas geblieben. Gut gelebt, teuer gegessen und so weiter, und ich habe gestern meine Dollars umgetauscht und habe in diesen 14 Tagen fast 57.000 Euro gewonnen. Das kann sich eigentlich sehen lassen. Schauen Sie, ich bin schon über 50 Jahre alt, verdiene im Monat zwar gut, aber ich überlege, jetzt meinen Beruf an den Nagel zu hängen und nur noch mein Geld mit der fantastischen Seltsamkenzi-Roulette-Methode zu verdienen. Mein Ziel ist es eben, 100.000 Euro möchte ich im Monat machen. Roulette Forum, wir gratulieren und viel Glück für die Zukunft und Ihr Spiel. Wir danken Ihnen für dieses Interview.